Aufstehen, Stuhl kaputt machen, you, yellow, you. Die Mutti ist böse. Die Mutti ist böse, so mach doch den Abwasch. Das Essen war fein. Dann brauchst du keine Zigarette zu rauchen und die Nägel sind rein. Ja. Nee. Die Mutti ist böse, so mach doch den Abwasch. Das Essen war fein, dann brauchst du keine Zigarette zu rauchen. Und die Nägel sind rein. Einfach umstellen, denn
Ja? Nee. 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 Es war tot, jetzt war er krank. Doch das Leben fährt weiter mit der Eisenbahn. Es gibt viele Autos, die machen tut, tut, ich puppe für sie, das tut mir so gut. Ja, ja. Nee, nee. Schlechte Bindung, Kerzen ohne Docht. Mordskerle bringen sich um, weil sie denken, im Anfang steht der Mord. Die Tiraden zerreißen sich auf Seite 4. Alles haben wir ihnen verboten, bloß nicht selbst. Sex ist verboten in dieser Welt hier. Ihr habt immer alles. Ihr habt immer alles. Heute denken, morgen fertig. Ja? Nee. 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 Jatz zum Fixen, Fred Astaire beißt die Zügel durch. Ja. Nee. Der Tag war lang, was er nicht wusste. Deswegen war er sauer, dass er aufstehen muss. Ja. Nee. Es kommt, wie es kommen muss, den nächsten Vormittag auch. Weißkittel finden sich alle ein, beim Chefarzt. Sektfläschchen macht Knall und alle schenken ihm was ein. Und der neue Mann, Dr. G, wird sozusagen von allen Seiten G angeguckt. Und das muss ja nicht einzuwenden gegen ihn. Und er dreht sich von links nach rechts, das heißt, er ist bei den Linken. Und alle denken sich, dass er sich wirklich so wie wieder aufhält. Aber dann denkt der neue Assistenzarzt, das ist eine schöne Gelegenheit, sich gleich mal ein bisschen kleines Profil zu basteln und bei der ersten, finden die der ganze Situation ein bisschen unterhaltsam. Ein Viertel Würde. Wir haben eine mittlere Speisegaststätte und
sich um, keiner mehr da. Er sitzt leider schon ein bisschen vorbei, nimmt trotzdem Platz und ruft. Robert kommt und antwortet. Aber überraschend jetzt für den Gast. Ja, bitte, meine Herren, man kann nicht mehr sehen. Und der Gast guckt ein bisschen. Thank you.
Programmatik. Wurst im Eisschrank rollt sich selber ein. Eine Stunde heile Welt ist auch nicht Böses, sagt Kuhlenkampf. Wenn ich doof sein soll, bist du es auch. Oder wenn ich doof bin, bist du es auch. Oder wenn ich doof bin, bist du es auch. Meine Mutter hat gesagt, ich darf nichts abgeben. Mein Vater hat gesagt, bis 30 musst du es geschafft haben. Programmatik. Wurst im Eisschrank holt sich von selber ein. Eine Stunde heile Welt ist auch nicht Böses, sagt Kuhlenkampf. Wenn ich doof sein soll, bist du es auch. Oder wenn ich doof bin, bist du es auch. Meine Mutter hat gesagt, ich darf nichts abgeben. Mein Vater hat gesagt, bis 30 musst du es geschafft haben. Bis 30 musst du es geschafft haben. Bis 30 musst du es geschafft haben. Schöne Schuhe haben dünne Sohlen. Mittelmäßigkeit hebt. Gut aussehen ist angenehm. Höhere Stufen gibt es nicht. Engels und Marx sind wie Schinken und Rührei. Handtaschen sind besser als Handke und heiße Bügel. Der Vater hat Pfeife, die Mutter hat Brille. Zwei ihrer Kinder gehen aufs Klo, macht zwei Bier, zwei Cola. Also sagt der Chef als Prösterchen, nochmal in die Runde. Und nun, der Assistenzarzt hat ein paar Mal so geschluckt und sagt, jetzt hier habe ich die Idee, ist ja alles nagelneu hier. Sozusagen als kleine Einführung noch mal einen von meinen netten Lieblingswitzen zum Besten zu geben. Und fängt an zu erzählen. Dr. K. Also in Afrika, noch tiefer, was wir uns jetzt da hören, weit weg von uns lebt ein Elefantenpaar. Wir haben kleines, süßes, nettes Söhnchen und der Ton um die Rohre. Meistens ist er da im Schatten von den dicken Bäuchen von Papa, Mama. Und die Sonne brennt da oben beim Herbst von oben runter. Und sie haben ein gutes Familieneinvernehmen. Es geht ihnen gut, keine Feinde weit und breit. Löwen weit weg, nur wenig. Und die beiden tun sich süß und nett. Niemals klagen.
Dann hat man schon gemerkt, der Kleine wird unruhig. Und dann geht es folgendermaßen los. Es wird euch bestimmt überraschen, vielleicht bin ich sogar undankbar. Ich habe plötzlich so einen inneren Wunsch, ganz allein nach Afrika raus, ohne eure Begleitung, in mein Leben selber schon mal ein bisschen rausgucken. Und habe sogar Verständnis für und die Wunde des Lebens und alles für mich zu entdecken. Sagt der kleine Elefant zu den beiden überraschten Leuten. Sei nicht traurig, aber ich habe das jetzt schon für mich beschlossen. Mehrere Tage und Nächte darüber unruhig geschlafen und nachgedacht, dass ich wirklich in die Welt hinaus muss und meine eigenen Erfahrungen und den Weg älter werden. So geht. Ja, wie bleibt alles? Ja, wie bleibt alles? Der Gast schaut sich den Kellner nochmal an. Aua, 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 aua. Ja, ja. Handgenehmigung, Regengenehmigung holen. Weil der Gast schaut sich den Kellner nochmal an und sagt: Ja, das ist doch vielleicht genau dann das Richtige, denn dann bringen Sie mir nochmal die selbstgemachte, frisch gepresste, mit wahnsinnig tolle Blumenkohlblubbe. Dauert nicht lange, bis er bekommt. Dampf riecht auch köstlich. Der Mann fängt an zu essen, scheint sehr gut zu schmecken, läuft drauf los. Und dauert nicht lange, geht die Tür tatsächlich nochmal auf in dieser mittleren Kleinstelle Mittelhessen. In diesem Lokal. Dann kommt ein zweiter Gast, setzt sich zwei, drei Tische weiter. Schon hinten in der Küche und mit Platz und mit vernehmbarer Stimme auf der Herr Ober. Herr Ober, kommen Sie mal her. Ober hört es auch, kommt raus, geht an den Tisch und der Mann erklärt sich folgendermaßen: Ich bin leider etwas eilig und auch spät dran, gebe ich ja zu, ich würde gerne was Kleines bei Ihnen essen. Können Sie mir da irgendwas empfehlen oder geht es überhaupt noch? Was lecker ist, leicht verdaulich. Und da sagt er: Ja, sagt der Vater Elefant, ist das nicht doch ein bisschen früh eigentlich, wenn man das unterhält? In Sorge, ist noch so klein und völlig unerfahren. Soll ich nicht wirklich allein loslaufen lassen? Was soll das denn werden? Ja. Ach, macht euch keine Sorgen, ich habe ja super Intelligenz geerbt und ich passe schon auf. Aber die Mutterelefantin weint, wie es immer so ist, still und bitterlich. Road to Rain, Road to Rain, Road to Rain, Road to Kinder bauen keine gute Burgen. Die wühlen nur. Die kippen Berge und Cafés. Hört nicht zu, sondern erzählt selber. Kippenberger Präzision in der Ungenauigkeit. Querfeld ein, durcheinander, aber gut durcheinander. Keiner bot Steine prüfen, pünktlich für Sonntag den grauen Himmel beantragen. Auf sicher nicht gut werden. Gut sein und viele Filzstifte verlieren. Über Feuerzeuge reden wir später. Wir sitzen an der grünen Schokolade. Es fahren nur Neger vorbei, ein Farbenländer mit Apfeltaschen als Händeschutz. Das Lied
Sie war nicht da. Sie sang das Abend in aller Stille. Sie war nicht da. Ja. Nee. Die Jugend ja auch nicht aufhalten und kommt, was kommen muss. Aber der Assistenzarztkandidat, wie weiter auf diesen etwas, sagen wir mal, gründungsbedürftigen Tierwitz einsteigen bei der Häkel. Er schaut nur sich im Ärztekollegium ein bisschen schon so an, ob das jetzt die wirklich tolle Nummer für neue Kandidaten und so weiter dann raus sein sollten. Man bevorzugt ja eigentlich so hinschnittige Ärzte, die so gehen, die kommt man zum Arzt und so weiter. Und wir gehen dann mit der Korthose. Wollt ihr den mal hören? Mit der Korthose, nein, mach ich nicht. Doch, also kommt ein Mann vom Arzt zu seiner Frau. Kennt ihr den? Kommt der Mann vom Arzt zu seiner Frau und sagt, boah, da guckst du ja so bedrückt. Und dann, ja, aber scheiß Nachrichten. Arzt will sofort von mir Kot, Urin und Spermaprobe. Was überhaupt noch nichts bringt, er seine Korthose. Aber der neue Kandidat zeigt sich unbeeindruckt und fährt fort mit seinem. Also ist der Tag des Abschieds gekommen und der kleine Rückfahrt ruft immer zurück: Tschüss, auf Wiedersehen, ihr lieben Eltern. Ich passe bestimmt auf mich auf, ich werde alles beherzigt. Entschuldigt meine schlechte Anschrift.
Angst vor Bauern. Denn du hast ein Bauch, nimm's nicht für voll. So geht's doch auch, die Orgel pfeift lang. Das Leben ist kurz, sei noch viel schlauer und benutz die Hintertür. Eisenbahn hin, auf Flugzeug hier, ist immer noch besser als Kreisverkehr. Wie will ich mit einer braun gestrichenen Wohnung fertig? Sicherlich nicht, indem ich sie weiß überstreiche. Gestalt ist los. Gestalt ist schon los. Gestalt ist los. Gestalt ist schon los. Thank you.
schmückt den Wald auf. Jetzt kommt der kleine Elefant, spricht nur dies und das mit den Flamingos. Es kommt, dass wir so eine Pünktchen machen, so dicke, so Farben von diesem Grau. Das sind dann die Wunder dieser Welt, wo die Flamingos sollen. Wir können da selber nichts dazu sagen. Das ist schon viel Überraschung erleben auf meinem Weg. Das sei nur schön vorsichtig und passt auf dich auf. Zieh weiter, halt die Ohren steif. Voller Wunder und unerschöpflich. Sowas von blitzartig. Zwei von diesen Augen auf ihn zu und
eigentlich, so hat sich der Assistenzarzt, der die ganze Zeit versucht, fesselnde Witze loszuschlagen, seinen neuen Arbeitgeber umgelegt hat. Jetzt ziehe ich den Knaller aus der Tasche, weil der kleine Elefant jetzt empört sagen sollte zu dem Krokodil, den der Brüssel da noch rausbringt. Die Bauchhaare schwirrend, die Palmen zählend, in den Bauch faltend, bügelnd, sitze ich hier und denk nicht viel. Wie in Paris mit Namblon Sec oder Richtung Vittoria auf dem Deck, wie auch immer, von Einfällen nur ein blasser Schimmer. In Hollywood gab's noch viel zu sehen. Bleibt die Frage, wo will ich nächstes Mal hingehen? Da bleibt einem nur die Vergangenheit. Das war mal eine Kleinigkeit. Irgendein Berg in Norwegen erklommen und wie immer mir was vorgenommen. In Stockholm habe ich Speed verbraucht. Dafür habe ich nicht zu viel geraucht. Dafür habe ich nicht zu viel geraucht. In Sanford war ich nie am Verzagen. In Zürich am Bananenverladen. In London hatte ich ein großes Verlangen und bin früh zum Schlafen in den Hyde Park gegangen. In Hamburg bin Jochen am Klönen. In Finnland bei den Schönen, im Schwarzwald bei religiöser Vielfalt. In und Ausland 2. Schön war's in Viareggio, bloß da gab's kein Papier auf dem Klo. In Berlin blieb es bei der Unordnung. In Wales ist die Welt noch in Ordnung. In Düsseldorf habe ich gespielt, im Ratinger Hof. Die Türken wohnen im Hinterhof. Die meisten Bekannten in der vierten Etage, in Hinterzarten, beim Wichsen erwischt worden. Das war eine Blamage. Dazwischen öfter umgezogen und viel ungezogen. Durch die DDR fahre ich nur mit dem Zug. Nach Bali bevorzuge ich Flug. Den Ausflug nach Japan habe ich verschoben. In alten Kirchen gibt es wenig zu loben. In Malmö bekam ich viele Bonbons geschenkt. Papa hat uns mit dem Opel-Kapitän nach Hause gelenkt. In München gab es Filme und Föhn. In Falun traf die Verlobte ihren toten Bergmann nach 45 Jahren genauso schön. Aus Wanne kam die Christa Heiselmeier. In Rio macht man viel gefeiert. Afrika liegt im Süden, das weiß doch jeder. Afrika ist schön, sagt jeder Neger. Ja! Ah!
aus Blattgrund. In dem Hofe sitzt das dunkle Rot. Jo. Einmal sieht doch uns noch ein Herr mit Salamander.
da bin. Weg, weg, weg. People de la Muse, a typical artist poem. Leute, die einen warten lassen, Sehnsüchtler, der immer Avantgarde, klagende Buchhändler, ich habe alle Bücher von dir, Prahler. Leberzirrhose ist keine Ausrede für schlechte Kunst. Nicht als Künstler geborene Professor auf Lebenszeit. Künstler der Generation, klein sammeln plus selber groß malen. Sammler mit zweimal Bilder anstatt einem. Benefits Events, ausgezeichnete Künstlerrestaurants. Feinfühlige Möbeltransporte für Kunst. Kunstfreundliche Menschen, die einen ungern ausreden lassen. Auf dem breiten Pfad Wanderinnen im Zeittakt. Künstler-Witwenterror, nachträgliche Künstlerpaare, keine Katalog-Peter, weil Sparväter. Künstler, die öffentlich andere Galeristen finden, allgemein ständige kritische Non-Museumsbesucher. 18 DM 50 pro Person plus 18.500 DM Bergleihgeber. Gebaute Museen als Nutzfläche für Architekten und Angestellte. Künstler ohne korrekte Vorstellung zur Selbstdarstellung, impotente, schräge Vögel ohne oder mit Taschengeld, Kunstmusikanten, Entdecker, die alles kaufen. Davonlaufende Nichtentdeckungen, sie ersteigern, er versteigert. Interessenten die nächste Woche wiederkommen. Jungdeutsche Kunstkäufer in New York. Absage anstatt Versage. Kunstmann. Angestrichen ins Grab. Großmütter aus Plastik. Besuchte Enttarnung ohne Entlösung. Momentane Formen durch die Zeit ziehen. Konservative Konzerne anbiedern unter Kunstgeschicklichkeit. Wohl möglich intellektueller Humor, retuschierte, kenne ich schon Attitüde, Öko minus Pro plus Kontra, Dauerverbrenner. Kleine Opfer gleich bildgroß. Anständige Ausführung gleich viel groß. From Yugoslavia, Gabriel